Einen wunderschönen guten Abend zusammen, ihr Lieben. Dinge, die sich nie ändern werden. Und nicht nach dem 10. Livestream. Mann, ihr seid immer so schnell. Jetzt, Moment, jetzt muss ich meinen Kommentar erst wieder erwischen. So. Okay, Kommentar fixiert und gepinnt. Sehr gut. Ihr wollt nicht wissen, was hier schon wieder los war. Es ist every week a new adventure hier, mein gemeinsam Vorhaben. Kreist mir das Telefon fast in ein Wasserglas gefallen von meinem Stativ hier. Aber wisst ihr, was geil ist? Wir haben ja noch voll die gute Qualität. Ich weiß es gar nicht. Hat mich der Instagram-Gott erhört? Nein, nein, ich hatte ja gar nicht auf meine Frage geantwortet letzte Woche. Aber vielleicht haben sie ja trotzdem irgendwas im Hintergrund gefixt oder repariert. Innerhalb von einer Woche passiert ja immer recht viel bei Instagram. Und ich habe mein Telefon geupdatet, ich habe die App geupdatet, ich habe das Telefon neu gestartet. Puh, das ist eine Sache. Der Mann hat mir gerade auch noch sämtliche Einstellungen verändert, die das Telefon dazu bringen, sich in Standby zu schalten. Also das Telefon bleibt jetzt hoffentlich auch an, nicht so wie am Dienstag, weil das könnte ich heute gar nicht gebrauchen, wo ich echt schnell sein muss, damit mir das Wasser nicht auf dem Papier antrocknet. Also ich hoffe, heute haben wir einfach mal wieder unsere Ruhe und einen geilen, gemeinsam, einsam, kreativen Abend. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid. Das ist tatsächlich mittlerweile der vierte Abend, an dem wir hier gemeinsam Freitag um 20 Uhr sitzen und kreativ sind. Toto ist auch schon wieder da. Toto freut sich immer, ne? Und mittlerweile kommt es mir vor, letzte Woche auch schon gesagt, als wären es 4 Monate, dass wir das hier irgendwie durchziehen, weil sich jede Woche gefühlt irgendwie so zieht wie kaum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Quarantäne zu Hause, da fühlt sich jeder Tag an wie erstens wie derselbe Tag, aber auch wie eine Woche, die man irgendwie überstehen und verbringen muss. Ich hoffe, euch geht es irgendwie auch hoffentlich vor allem noch gut. Ihr seid und bleibt weiterhin gesund und guter Laune und könnt euch irgendwie noch motivieren, weiter durchzuhalten. Wie lange wir das noch machen müssen, weiß ja aktuell keiner. Ich will es auch ehrlich gesagt, irgendwie will ich es wissen, manchmal will ich es auch gar nicht wissen. Das wird schon die Frau Merkel entscheiden, wann wir das wissen werden oder auch nicht. Kommentar im Livestream fixieren geht ganz einfach, wenn ihr lange drauf bleibt. Und der Kommentar nicht nach oben rutscht. Upsi. Gin Tonic habe ich heute keinen, sondern kaltes, klares Wasser, wie immer. Einmal zum Trinken, einmal für meine Farben, damit ich mich noch konzentrieren kann. Aber seid euch gewiss, danach geht's auf die Couch. Und danach wird auf jeden Fall wieder irgendwas Alkoholisches getrunken. Aber so viel schon mal vorab. Nach diesem Livestream folgt ja um 21 Uhr erst noch eine kurze, nachträgliche Livestream-Runde sozusagen, wo ich euch zu Wort und vor allem zu Bild kommen lassen möchte. Das hat ja letztes Mal ganz gut funktioniert, trotzdem die Qualität so bescheiden war. Aber das Format hat gut geklappt. Das heißt, wir haben eine Stunde jetzt für uns und für unsere Kreativität und für unsere kleine Osterprojekte heute Abend. Und danach schalte ich mich nochmal live und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, euch hier quasi eine Anfrage stellen da unten in Instagram und dann euch zuschalten lassen bei mir oder mir auch noch Fragen stellen. Ich bin übrigens auch total froh, wenn ihr mir Fragen zu dem Thema noch stellt oder irgendwas vielleicht unbeantwortet blieb, was ich vielleicht nicht erklärt habe in der Kürze der Zeit. Ja, was soll ich sagen? Let's Fets, würde ich mal sagen. Deswegen seid ihr alle da. Deswegen habt ihr euch alle so krass gut vorbereitet. Ich habe es gesehen in der Story. Es ist unfassbar, wie ihr euren Arbeitsplatz für gemeinsam einsam vorbereitet. Noch krasser als bei mir teilweise. Das finde ich ganz, ganz zauberhaft. Und es fühlt sich wirklich so an, als wenn ich, auch wenn ich keinen von euch hören kann, das ist so traurig, als würden wir alle gemeinsam jetzt irgendwo in so einem coolen Hipster-Café-Workshop-Raum sitzen mit unseren coolen Latte Macchiatos oder wie heißen die Kaffees, die man heute auf Instagram trinkt? Dalvago, Daloga, Dalovas Kaffee, wie auch immer. Und coole Sachen machen. So fühlt es sich irgendwie an. Auch wenn ich euch nicht hören kann. Aber ihr könnt mich hören und ihr könnt meiner wunderbaren Bobine-Ross-Stimme lauschen und hoffentlich eine schöne Stunde mit mir verbringen. Heute geht es um Ostern. Natürlich, heute ist Karfreitagmorgen, steht uns das Osterwochenende bevor. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr heute gemeinsam mit mir noch was Österliches gestalten. Aber das Tolle ist, das, was ich heute mit euch mache, das ist wirklich ein Motiv. Das könnt ihr auch das ganze Jahr über gestalten, verschenken und Karten damit basteln. Also es ist nicht nur an Ostern geknüpft. Wenn ihr was anderes draufschreibt, dann könnt ihr es auch das ganze Jahr über benutzen. Wo habe ich denn ein Beispiel? Ihr habt es ja auch schon wahrscheinlich alle gesehen. Heute geht es um endlich nach 3 Malen mein Leidenschaftsthema, meine größte Leidenschaft, die Loose Watercolor Florals in einer, egal wann ich es nicht lesen kann. So ist es nämlich schon eine
Geburtstagskarte und keine Osterkarte mehr. Um Loose Watercolor Florals und genau die wollen wir heute malen. Die will ich mit euch gemeinsam malen. Ein paar Tulpen werden wir zaubern. Deswegen war ich hier heute noch auf dem Tulpenfeld und habe frische Tulpen gekauft, geschnitten und hier geparkt. Und ich führe euch ein in meine große, große Leidenschaft, die losen Aquarellblumen. Natürlich ist wie immer auch die Elvine mit dabei, Toto ist auch mit dabei, der Mann hat sich ins Schlafzimmer verzogen, wir haben jetzt unsere Ruhe hier, ich brauche keine Kopfhörer, wo ihr schlechte Qualität habt beim Ton. Elvine ist mit am Start, Elvine beantwortet wie immer all eure Fragen, gerade zu Materialien, zu Lagerungen, zu Techniken, alles, was ich im Laufe der Zeit vielleicht überlese oder nicht beantworten kann, kann auf jeden Fall die Vini für euch beantworten. Und ansonsten könnt ihr uns auch jederzeit danach noch eine Nachricht schreiben. Und der Instagram-Livestream bleibt wie immer 24 Stunden hier noch gespeichert, falls ihr jetzt doch irgendwie einen Film angucken wollt. Und danach landet er auf YouTube. Und ich freue mich riesig, dass die Qualität diesmal auch wirklich live so geil ist und ihr seht, was wir für Blumen malen und nicht nur irgendwelche Farbfladen. Das war sehr traurig letztes Mal. Ich sehe ganz, ganz viele bekannte Gesichter. Das freut mich umso mehr. Mädels, es ist wunderschön, dass ihr bei mir eingeschaltet habt heute Abend. Egal. Und jetzt, let's fetz. Ich drehe die Kamera um, ich bereite meinen Arbeitsplatz her. Und dann gucken wir mal. Bernd, wenn du da bist, dann sag doch mal kurz was. Alle Mädels fragen sich eigentlich immer nur, wo ist Bernd und wer ist Bernd? Ich weiß, dass es Bernd gibt. Bernd ja auch schon mal kennengelernt. Also Bernd gibt es tatsächlich wirklich. So viel steht schon mal fest. So, was ich vergessen habe, muss ich noch ganz kurz hier drüben machen. Auf meinem iPad den Livestream anschauen. So, damit ich hier auch so ein bisschen eure Fragen zumindest sehen kann hier drüben. Und ansonsten, schaut das doch ganz gut aus. So, Licht ist immer bescheiden. Aber man kann alles sehen. Man kann mich gut hören. Und ihr könnt Kommentare und Fragen schreiben und das ist ja schon mal die Hauptsache. So, also, wollen wir uns vielleicht als allererstes, bevor wir starten mit dem praktischen Teil des Abends, wofür ihr ja alle auch da seid, die Materialien anschauen, mit denen wir es heute Abend zu tun haben. Ich stelle ja immer ganz kurz einmal die Materialien trocken vor, bevor wir sie dann benutzen und ich noch ein paar Sachen dazu sage. Aber damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr auch alles bei euch zu Hause parat liegen habt, was wir jetzt in den folgenden 50 Minuten benötigen, um mitmachen zu können. Also, wir hätten zum einen mal natürlich Blumen. Die müsst ihr nicht parat haben, da können wir heute alle einfach meinen wunderbaren Tulpenstrauß hier in den bunten Farben des Feldes abmalen. Oder ihr habt vielleicht selber ein paar Tulpen zu Hause. Dann brauchen wir natürlich ein Papier, auf dem wir heute Abend malen. Und da habe ich mal einiges im Angebot. Natürlich wie immer alles Produkte, die wir bei uns im Onlineshop verkaufen. Da könnt ihr, wenn ihr es nicht schon getan habt, also alle Produkte finden und shoppen nach dem Livestream. Wir hätten hier zum einen mal vielleicht auch so der Preis und Qualität nach geordnet, weil viele vielleicht ja auch gar nicht wissen, welches Papier sie kaufen sollen. Natürlich, wie kann es anders sein, empfehle ich euch für Loose Watercolor Florals vor allen Dingen als Anfänger mein Floral Watercolor Paper in Zusammenarbeit mit Van Gogh. Einmal in der super schnieken kleinen quadratischen Variante, die liebe ich einfach, dieses Format ist so geil. Aber auch in der größeren Variante mit 18x24. Also auch noch ein kleines handliches Format, bisschen kleiner als A4. Das Papier ist aus Zellulose, also natürlich nicht ganz so hochwertig wie Baumwollpapier, aber für den Anfang absolut geeignet, wirklich, wirklich günstig und trotz dessen vierfach geleimt. Also hält es wirklich auch viel Wasserstand. Das ist ja immer ganz wichtig, wenn man Loose Watercolor Florals malt, dass sich das Papier dabei nicht wälzt. Also das ist so für den Einstieg geeignet. Damit male ich auch heute Abend wahrscheinlich die meiste Zeit. Dann auch preislich bewegen wir uns hier im Rahmen von Hahnemühle Expression, was schon aus 100%, ihr seht es hier, Hadern, das sind Baumwollfasern, besteht. Das zeichnet sich einfach dadurch aus, dass das Wasser viel, viel länger hält. Man kann Farbflächen viel länger bearbeiten, die Farbverläufe werden viel gleichmäßiger, was immer schön ist bei Blumen. Und es ist auch in einem Format, wo man größer arbeiten kann. Es ist das größte Format bei uns im Shop. Also da könnt ihr richtig mit zum Beispiel auch unserem Pinseln, dem großen Pinsel, große, große Blumen malen und müsst nicht so klein arbeiten. Aber heute Abend geht es uns ja auch um eine Osterkarte, also kleineres Format. Und last but not least, und jetzt kommt wieder der Burner des Abends. Ihr wisst alle, was kommt. Arsch muss natürlich auch mit dabei sein. Arsch ist und bleibt mein All-Time-Favorite. Mit Arsch habe ich angefangen, Aquarellmalerei zu machen. Und da bleibe ich auch immer noch dabei. Aus Frankreich
Schrecklicher Name, schrecklich geiles Papier, 100% Baumwolle, höchste Qualität, höchster Preis, aber jedes Fitzelchen davon ist einfach jeden Cent wert, den ihr hier investiert. Kann ich nur immer wieder sagen. Aber wie gesagt, ich bleibe heute mal bei dem Floral Watercolor Paper, weil das passt ja auch zum Namen und zum Thema. Und ihr sollt auch wirklich sehen, dass ihr damit schon gute Ergebnisse erzielen könnt. Immer wieder lustig, ja. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die haben nicht an die deutschen Kunden gedacht oder an die französischen oder wo auch immer Arsch heißt. Dann brauchen wir natürlich auch noch heute Abend Farben, mit denen wir arbeiten. Und wie könnte es anders sein? Natürlich arbeite ich heute mit meiner Floral Watercolor Box, die natürlich perfekt abgestimmt ist auf die Motive, vor allem die floralen Motive, die wir heute Abend erstellen. Danach habe ich auch die Farben ausgesucht und die beiden Metallic-Farben sind da ja auch noch mit drin. Und natürlich arbeite ich heute Abend mit meinen Da Vinci-Pinseln, beziehungsweise ich habe hier mal den großen rausgesucht aus meinem Dreier-Set. Der ist mir heute Abend eigentlich zu groß, weil wir in einem sehr, sehr kleinen Format arbeiten. Auf DIN A6-Karten sind es, glaube ich. Deswegen würde ich heute Abend sogar mal mit dem in der Floral Pocket Box beigelegten Rundpinsel arbeiten. Geht ja ganz genauso, da ist ja auch ein Pinsel hier drin immer beigelegt, wo viele immer denken, fälschlicherweise wäre der kaputt. Er ist nicht kaputt an der einen Stelle, sondern dieses, wie sagt man denn, dieses Öhrchen, was so kaputt aussieht, ist dazu da, dass ihr die Näpfchen raushebeln könnt oder auch die Mischpalette an der Seite, tada, raushebeln könnt. Ihr wisst nicht, wie oft wir diese Frage bei uns lesen in den Service-Mails. Also, bitte, bitte nicht denken, dass er kaputt ist. Steckt ihn einfach zusammen. Der fällt recht leicht auseinander, vor allem, wenn man ihn tief ins Wasser eintaucht. Deswegen habe ich ihn mal so ein bisschen mit Masking Tape fixiert. Es ist halt nur ein Plastikpinsel, ein Reisepinsel, aber das ist Größe 6 und der taugt vollkommen. Und mit dem werde ich heute Abend auch mal malen, weil der von der Größe her passt. Größe 6, kam schon gerade die Frage. Glaube ich zumindest, es steht nicht drauf. Irgendwas zwischen 5 und 6 würde ich sagen, das müsste die Größe sein. Genau, Erwine beantwortet schon die Fragen zum Rümmertonpapier. Super. Wir haben Papier, Farben und Pinsel. Dann brauchen wir immer natürlich, wenn wir mit Aquarellfarben arbeiten, ein Zebra und genauso auch ein Wasser, damit wir überhaupt die Farben aktivieren und mit denen kreativ werden können. Und last but not least, später, wenn wir die Karten noch mit Letterings verzieren, natürlich vielleicht auch noch einen. Wo habe ich ihn? Ein Fineliner. Oder einen Brush Pen eurer Wahl. Hier habe ich mal die neuen Pentel Sign Brush Pens mitgebracht. Aber wir gucken mal, wie sich das Motiv so entwickelt im Laufe des Abends und was und wo vor allem wir dann noch ein Lettering darauf ergänzen. Das lasse ich jetzt mal noch stehen. Pinselgröße 6, sehr gut. Dann wird das auch die Größe 6 sein. Habe ich gut vermutet. Und was ich vergessen hatte zu erwähnen, also wir werden jetzt als allererstes dann gemeinsam mal auf dem Papier üben. Und die Motive auch erarbeiten. Das macht man ja üblicherweise auch immer so, bevor man dann quasi die Reinzeichnung des Motivs auf den Untergrund oder die Bühne macht, die man eigentlich verschenken oder ja am Ende in einrahmen möchte sozusagen. Und das möchte ich auf jeden Fall nochmal zeigen und auch sagen, denn das finde ich ein richtig cooles Produkt, was wir selbst entwickelt haben für unseren Online-Shop. Wir haben ja einfach nur deswegen, weil es das bisher noch nirgendwo gab und wir deswegen sehr unglücklich waren, ein eigenes Kartenset entwickelt in Zusammenarbeit mit Papier Direkt, was aus 300 Gramm Aquarellpapier besteht. Das sind Klappkarten, auch im typischen Klappkartenformat. Ah, da waren auch Klebeknete vom letzten Shooting dran, deswegen ging sie nicht auf. Also 300 Gramm kaltgepresstes, also raues Aquarellpapier mit 5 verschiedenfarbigen Umschlägen. Die sind übrigens auch alle so ein bisschen auf die floralen Motive und die Pocketbox abgestimmt. Ihr seht sie hier. Das sind die 5 Umschlagfarben und gerade so Tulpenkarten, die kann man eigentlich in wirklich jede der Umschläge stecken. Also das finde ich einfach, deswegen muss ich es auch nochmal dazu sagen, mega cooles Produkt, was wir entwickelt haben, was man das ganze Jahr über immer wieder kaufen und damit schöne Dinge produzieren und vor allem verschenken kann. Weil die Post verschickt ja wenigstens weiterhin auch noch. Aber bis wir zu den Karten kommen, üben wir erstmal die Blümchen im Trockenen. Also ihr Lieben, bereitet euch mal euren Arbeitsplatz so ein bisschen vor. Ich arrangiere mir das hier mal so ein bisschen, dass ihr alles gut sehen könnt. Ich glaube, ich drehe mir das mal so hin, wobei ich versuche mal so zu arbeiten, da könnt ihr vielleicht mehr erkennen.
Meine Floral Pocket Box kommt hier oben, gemeinsam, einsam. Da wisst ihr alle, dass ihr dabei seid. Das müssen wir nicht lesen können. Und mein Ziel war, man hat ja hier nur so einen kleinen Arbeitsbereich. Oh, das schränkt mich so ein hier. Ach, dass man hier auch alles sehen kann. So, Wasser müsst ihr ja nicht sehen, aber ich glaube, Mischpalette zu sehen ist immer ganz interessant. Pflanze noch ein bisschen nach rüben, damit ihr sehen könnt, wie ich wirklich die Farben zusammen mische. So, bevor wir uns jetzt gleich ans, ich würde mal sagen, Üben der Grundformen der Tulpen machen, möchte ich noch ein paar Erklärungen loswerden zu dem Begriff bzw. ja, dem Thema Loose Watercolor Florals. Und ich packe mir da einfach mal jetzt eine von meinen Tulpen, um euch anhand dieser zu erklären, welche nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme mal die da. Was Loose Watercolor Florals überhaupt sind. Für die, die noch keine Ahnung davon haben, klingt das ja vielleicht ein bisschen komisch. So, mal das Wasser abmachen. Also, bei den Loose Watercolor Florals geht es im Prinzip, und das sagt der Name ja auch schon, darum, dass wir die Welt, vor allem eben bei den Florals, also die florale Welt, die botanische Welt, möglichst lose, loose, also abstrakt und reduziert auf das Wesentliche nachmalen. Es geht hier also nicht darum, dass wir diese Tulpe eins zu eins natur- und detailgetreu abmalen und auf unser Blatt quasi übertragen, sondern dass wir wirklich die grundlegenden Formen dieser Motive und der Natur und die Farben erkennen und übertragen aufs Papier. Und aufs Papier übertragen wir das Ganze möglichst schnell, ganz, ganz, ganz schnell und frei aus dem Handgelenk heraus, also nicht zu lange in einer Position verweilen. Wir arbeiten deswegen aufgrund der Schnelligkeit auch nicht mit Bleistift, wir machen keine Vorskizzen. Alles wird wirklich, wirklich möglichst schnell und abstrakt wiedergegeben. Es ist also ganz, ganz wichtig, sich dessen überhaupt mal bewusst zu machen, was man hier überhaupt tut bei Loose Watercolor Florals, weil das unterscheidet die Technik von vielen, vielen anderen Aquarelltechniken, wo es dann eher ums Lasieren geht, wo man mehreren Schichten arbeitet, wo man hier bei der Tulpe zum Beispiel auch noch diese ganzen feinen Äderchen mit einzeichnen würde. Aber auf all das verzichtet man bei Loose Watercolor Florals. Es geht uns hier nur darum, und das können wir jetzt schon mal angucken, was hat die Tulpe an sich für eine Form, also sowohl das Blatt, auch der Stiel, aber auch die Tulpenblüten an sich und welche Farbe hat sie. Und genau das übertragen wir dann gleich auf sehr abstrakte Weise auf unser Aquarellpapier. Also gucken wir uns das nochmal an. Tulpen sind übrigens ein ganz, ganz tolles Objekt, also passend zu Ostern auch für Anfänger, weil sie aus sehr einfachen Formen bestehen, weil sie aus sehr einfachen Farben bestehen. Da muss man nicht viel mischen. Ich möchte mich heute auch nicht so sehr aufs Mischen konzentrieren, sondern eher aufs Machen und Malen. Und ja, deswegen wirklich sehr einfach zu malen. Anders als Rosen oder Pfingstrosen zum Beispiel. Also ihr Lieben, was seht ihr denn hier? Was für Grundformen seht ihr denn bei der Tulpenblüte? Das sind, das nehme ich schon mal vorweg, auf jeden Fall alles kleine C-Kurven, beziehungsweise von der Form her Ellipsen. Ihr seht also, hier unten fängt ihr mal an, eigentlich wie so ein Tropfen, dann geht ihr so ein bisschen bauchig nach oben und oben wieder spitz zusammen. Also wir reden hier wirklich von kleinen Ellipsen, kleinen Ovalen, die ein bisschen abgespitzt sind, sowohl unten, da wo sie an den Stiel andocken, als auch oben, wo sie sich alle wieder vereinen. Die Tulpe an sich ist auch nicht, also die Blüte, rund. Die ist ja auch nicht wirklich so wie so ein Knubbel. Es gibt ja auch Blumen, die sind wirklich kugelrund, sondern die verjüngt sich nach oben auch so ein bisschen, die Blütenform. Das heißt, das müssen wir alles später auch berücksichtigen beim Zeichnen. Ansonsten ist das Ganze sehr kompakt. Man hat ja also auch nicht viele Blätter, anders als bei der Rose und vor allem bei der Pfingstrose, die wirklich sehr, sehr aufgefächert ist. Das heißt, wir haben ja ein sehr, sehr kompaktes Konstrukt, eine sehr kompakte Form, die wir umso einfacher dann später und abstrakter abmalen können. Vielen Dank für eure lieben Kommentare. Ich lese die so ein bisschen. Das ist ja nett. Ja, das ist auch wirklich einfach ganz wichtig zu verstehen, was man macht, damit man es auch richtig machen kann. So, dann haben wir den Stiel. Der Stiel ist das Allereinfachste. Damit fangen wir auch gleich an bei der Übung. Ist ein Strich. Ein einfacher Strich, nicht zu dünn. Wir haben ja also kein dünnes Blatt oder keinen dünnen Ast. Wir haben ja einen dicken Stiel, der gebogen ist. Und das ist übrigens auch noch so eine Grundlage der Natur bei den Florals, dass nichts gerade und nichts perfekt ist. Die Natur ist nicht kerzengerade, die Natur ist nicht super perfekt. Alles hat irgendwie, seht ihr auch, so ein bisschen Macken und Kanten. Hier ist das Blatt so ein bisschen eingerissen. Der Stiel ist schief. Also das ist eigentlich das Schöne, ihr könnt nichts falsch und nichts kaputt machen, wenn ihr florale Motive abstrakt malt. Ja, unser Blatt,
Hat auch eine sehr einfache Form, ist an einer Seite wirklich ganz, ganz glatt, an der anderen Seite gebogen. Und das ist eine Form, die wir super, super einfach mit dem Pinsel später malen können, einfach mit Druckunterschied. Und wie das Blatte geformt ist, also dass es hier nach innen gewölbt ist, das machen wir wiederum in der abstrakten, losen Methode gar nicht. Das ist uns total egal. Wir gucken uns einfach an, wie ist das Blatt an sich aufgebaut. Ihr könnt auch die Augen so ein bisschen zusammenkneifen, dann seht ihr auch sehr viel abstrakter eure Umwelt. Oder einfach mal 10 Beine kippen, dann seht ihr eure Umwelt auch sehr abstrakt. Und ja, dann könnt ihr danach versuchen, mit 10 Beinen oder 5 Promille die Blume auch noch abstrakt auf euer Papier zu malen. So viel also vorab. Diese kleine süße Tulpe können wir mal so ein bisschen liegen lassen. Ich glaube, die überlebt den Abend auf jeden Fall. Und der Rest, der steht ja noch hier oben drin. Noch ein bisschen drehen, dass ihr was sehen könnt. Das sind wirklich sehr schöne Tulpen hier von meinem Feld. So, und jetzt würde ich mal sagen, starten wir, damit unser Handgelenk sich auch mal ein bisschen aufwärmt, mit den Basics. Und wie gesagt, ich verzichte heute auf große Mischerklärungen. Ich versuche auch mal, die Farben, so wie sie sind, zu verwenden, was ich eigentlich meistens nicht mache, weil die Natur eben auch keine Farben verwendet, die im Aquarellkasten sitzen, sondern immer gebrochene Farben. Aber Mischen kostet Zeit und heute geht es einfach mal darum, euch Anfängern, das sind ja wirklich Anfänger-Workshops bei Gemeinsam Einsam, die Technik grundlegend beizubringen. Wird alles gespeichert, keine Sorge, und ein paar haben scheinbar schon mit dem Wein nachgeholfen. Oder die Brille ausziehen, ja, das hilft tatsächlich auch. Also, wir starten mal. Pinsel in Wasser, Pinsel gewässert in unsere grüne Farbe und aktivieren mal die grüne Farbe, damit wir erstmal so ein bisschen Stiele zeichnen üben. Also erste Übung für uns, den Stiel der Tulpe, und das ist einfach nur ein gebogener Strich. Aber der gebogene Strich, haben wir ja gesagt, der wird nicht so dünn, das wäre ja eher ein kleines Ästchen. Den können wir also ruhig ein bisschen dicker malen. Hier kommt später unsere Tulpe mit hin. Achtet immer gut, ich schiebe es nochmal alles ein bisschen hoch, sehe ich gerade. Achtet bitte immer darauf, mal gucken, dass ich hier alles noch gut hinbekomme. Aber ihr könnt ja auch die Kommentare ein bisschen nach unten ziehen und ausblenden. Ne? Genau, Papiere immer erst, wenn ihr fertig seid, abtrennen. Sonst wäre es zu schade, dass sie vierfach geleimt sind. So, ein bisschen hier Platz machen. Also, das ist unser Tulpenstiel. Und wie gesagt, Übungen auch gerne 2-3 Mal machen. Achtet darauf, das wollte ich noch sagen, dass ihr nicht zu wenig Farbe und nicht zu wenig Wasser auf dem Papier bzw. dem Pinsel habt, dass ihr wirklich auch eine durchgezogene Linie malt mit dem Pinsel und es nicht irgendwie so mittendrin abebbt. Pinselgröße 6. Mit dem malen wir heute, wie gesagt, damit das alles ein kleines, kompaktes Motiv bleibt später auf unserer Aquarellkarte. An diesen Stiel versuchen wir jetzt mal, das Blatt anzudocken. Und das Blatt können wir auch erstmal wieder einmal trocken malen. Ist nämlich auch nicht schwer. Wieder den Pinsel nass machen und den nassen Pinsel in die Farbe und nochmal Wasser nachholen, damit viel Pigment und viel Wasser auf dem kleinen Rundpinsel sitzt. Und zwar malen wir bei dem Blatt einfach eine gebogene Linie, auch wie die obere. Aber wir drücken dabei in der Mitte der Linie einmal doll auf und schieben den Pinsel dabei nach oben. Ihr seht hier also auch genau das, was ich gerade in Worten beschrieben habe und gemacht habe. Ich glaube, ich schiebe euch noch ein bisschen weiter nach oben, sehe ich gerade. Kommentare ausblenden ist, wenn man, genau, einmal in die Mitte tippen. Super, dass ihr alles schon so toll erklärt. Da muss ich ja gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, ich verzichte mal auf die Dekoblumen, damit wir hier noch ein bisschen mehr Platz für uns haben, oder? Wir können ja die eine Tulpe hier noch drin lassen. Aber je mehr Platz oben, desto besser. Machen wir das Ganze nochmal. Also Übung entsteht immer dadurch, dass man Dinge öfter tut und Bewegungen öfter ausführt, wie im Fitnessstudio auch. Also mit wenig Druck bzw. mittlerem Druck beginnen, dann mit viel Druck den Pinsel nach oben drücken und dann könnt ihr das Ganze auch so ein bisschen schräg oder gebogen auslaufen lassen und dran ziehen, weil ja in der Natur nichts gerade ist und die Blätter auch einfach mal schief sind. Funktioniert mit dem Tippen übrigens nur auf dem iPhone, auf dem iPad funktioniert es nicht, falls ihr vielleicht ein iPad habt. Ansonsten lege ich auch ja jetzt alles wirklich so weit oben hin, dass ihr, glaube ich, alles auch trotzdem gut erkennen könnt, oder? Auch wenn die Kommentare nach unten weitergehen. So, jetzt verbinden wir das Ganze mal, indem wir zuerst einen Stiel malen, so wie wir es oben auch schon gemacht haben, gebogen. Wieder Wasser und Farbe holen und an den Stiel dann mal unser Blatt
dranhängen, dranmalen, das wir ja gerade auch schon trocken geübt haben. Bei mir geht das nicht auf dem iPad, Annika. Ich habe sie gerade neben mir und irgendwie, das tut gar nichts auf dem iPad. Ist ja auch egal. Man kann ja alles gut erkennen hier oben, oder? Okay, auf dem iPad geht's auch, auf meinem nicht. Whatever, ich kann auch alles trotzdem gut erkennen. So, wir sind schon ganz weit gekommen in den ersten 26 Minuten. Wir haben schon einen Stiel der Tulpe und ein Tulpenblatt. Und so könnt ihr das Ganze auch immer weiterführen. Ihr könnt natürlich noch mehr Tulpenblätter hinmalen. Ihr könnt natürlich auch mal die Farbe verändern und variieren. Wie gesagt, ich will mich jetzt nicht auf das Mischen konzentrieren. Das findet ihr übrigens auch, genau, das hatte ich vergessen zu erwähnen, alle Basics zur Aquarellmalerei. Also wie aktiviert ihr Farben? Welche Pinsel braucht ihr? Was ist überhaupt für Papier? Warum vierfach geleimt? Wie mischt ihr Farben? Wie macht ihr Farben heller, dunkler und so weiter und so fort? All die Basics findet ihr im Watercolor Basics Guide, einem PDF, sehr ausführlich erklärt von mir, mit all meinen Erfahrungen zur Aquarellmalerei ausgestattet. So, jetzt können wir hier zum Beispiel noch ein zweites Blatt hinmachen oder das Blatt zum Beispiel auch einfach mal abknicken lassen. Denn auch solche Blätter gibt es ja durchaus in der Natur, die einfach nicht perfekt sind. Und was ihr immer machen könnt, das ist die sogenannte Nass-in-Nass-Technik, die WOW, also Wet-on-Wet-Technik auf Englisch. Solange ihr noch Farbflächen auf dem Papier habt, die feucht sind, die müssen deswegen nicht triefen vor Nässe, die reichen, wenn sie feucht sind, das seht ihr von der Seite, wenn ihr drauf schaut, dann glänzt die Farbe noch so ein bisschen, könnt ihr noch dunklere Pigmente derselben Farbe, derselben Farbfamilie eintupfen, um so Kontrast zu schaffen, weil Kontrast in eurem Bouquet, in eurem Motiv, ist später das, was euer Motiv so spannend aussehen lässt. Wenn alles flach und platt ist, wie die Striche zum Beispiel hier, dann verliert sich das Auge, dann ist dem Auge super schnell langweilig. Es schaut außerdem total aus nach Kindergartenmalerei. Deswegen versucht immer auch schon zu Beginn so ein bisschen Kontrast und Spannung aufzubauen, indem ihr mit einer helleren Farbe beginnt, bei den Blättern zum Beispiel. Können wir ja nochmal machen da oben. Mit einer helleren Farbe beginnt bei den Blättern. Und solange das Blatt noch feucht ist, könnt ihr mit einer dunkler gemischten Farbe nochmal reingehen und einfach durch Tippen so ein paar Schatten bzw. Tiefenreflexe erzeugen und dann das Papier machen lassen. Also nicht zu doll nachhelfen, vertraut einfach dem Papier. Das wird es schon für euch erledigen. Und wenn ihr Trocknungsflecken habt, harte Trocknungsflecken, kann das an unterschiedlichen Dingen liegen. Es kann am Papier liegen, es kann am Pinsel liegen, es kann am Wassergehalt, an den Pigmenten liegen. Es hängt meistens tatsächlich mit dem Papier zusammen. Wir arbeiten hier jetzt am Zellulosepapier, da ist es leider häufig der Fall. Aber wie gesagt, für den Anfang, für den Beginn ist es völlig fein. Und es ist ja auch nichts, was man irgendwie jetzt, also ich finde es manchmal gar nicht so schlecht. Auch so Trocknungsflecken ergeben manchmal und erzeugen Spannung in einem Bild. Aber wenn ihr mal so ein Arschpapier in der Hand hattet und damit gemalt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Oh, da kann man quasi, da kriegt man quasi keine Trocknungsflecken hin auf Arsch. Da verläuft alles immer sanft. Die Knick des Blatt mache ich später sowieso nochmal, wenn wir dann das ganze Bouquet malen. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir uns auch mal an die Tulpe als solche, weil Blätter und Stiele sind eigentlich immer ziemlich easy peasy. Tulpen ganz genauso, aber wir wollen ja hier unsere florale Bibliothek heute Abend ein bisschen weiter aufbauen, sodass wir wirklich kleine Bouquets dann auch aus den Tulpen zaubern können. Ich schiebe jetzt mein Blatt noch ein bisschen hoch, beziehungsweise ich kann es eigentlich umdrehen, aber es sieht dann auch doof aus. Nee, ich schiebe es hier hoch. So, dann kann ich nämlich hier unten noch meine verschiedenen Tulpenköpfchen hinmachen. Und ihr könnt alles trotzdem, glaube ich, noch gut erkennen. So, also Tulpen. Ich male mal meine allererste Tulpe, glaube ich, in Rot oder Lila oder Pink, damit ihr es gut erkennen könnt. Gelb ist so ein bisschen natürlich immer schlechter erkennbar, vor allem so ein Pastellgelb, aber ich arbeite ja heute vor allem sowieso mit den Näpfchen aus der Pocketbox, um mir das Mischen zu ersparen. Also, wir versuchen jetzt eben diese Ellipsen abzubilden, mit denen ich vorhin die Tulpe sehr, sehr abstrakt beschrieben habe. Deswegen holen wir uns erstmal, was habe ich gesagt, nehmen wir mal ein Rot. Und um von vornherein die Möglichkeit zu besitzen, später noch Kontrast in unsere Blume einbringen zu können, mache ich meine Farbe, die ich mir jetzt zu 100% auf dem Pinsel aus der Aquarellnäpfchen geholt habe, immer zu Beginn heller. Weil wenn ihr schon mit viel Pigmenten anfangt zu arbeiten, könnt ihr natürlich logischerweise nicht noch mehr Pigmente und Kontrast draufknallen. Deswegen arbeitet lieber von hell nach dunkel. Nachgeben könnt ihr immer noch, also ein bisschen mehr Feuer reinbringen. Das ist wie beim Kochen eigentlich auch. Nachwürzen kann man immer, wenn man schon ein Kilo Pfeffer reinmacht zuvor, dann ja, ist der Topf versaut.
Also, ich habe jetzt hier mein Rot drauf, gehe ins Wasserglas und mische mir die Farbe im Wasserglas heller. Und dann beginne ich, meine erste kleine Tulpe zu malen. Das heißt, wir beginnen jetzt von oben bei dem Tulpenkopf mit dieser Spitze und ziehen den Pinsel mit Druck nach unten, um wirklich so eine Art Halbmond zu erschaffen oder so eine C-Kurve. Wasche ich meinen Pinsel noch ein bisschen aus. Und dann baut ihr einfach nach und nach an diese C-Kurve noch mehr C-Kurven, damit ihr diese allererste Ellipse, das allererste Tulpenblatt sozusagen habt. Ich schiebe es noch mal ein bisschen rum. So, ich hoffe, ihr könnt es alles gut erkennen. Dann nehme ich mir mehr Wasser bzw. mehr Pigment. Und dann baue ich mir noch mal mein zweites Tulpenblatt an der Seite einfach mit dazu. Und genauso an der rechten Seite. Also ich versuche hier wirklich ganz, ganz abstrakt und schnell und lose diese C-Kurven zu malen, diese wirklich ellipsenförmigen Formen eines Tulpenblattes zu imitieren. Und ihr seht, hier bildet sich so langsam allein durch den Kontrast von hell und dunkel ein und derselben Farbe, wir haben hier nur Rot verwendet, Räumlichkeit, Tiefe und auch Spannung auf. Und so leicht ist es, es hat jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 20 Sekunden gedauert, diesen Tulpenkopf zu malen. Und that's the beauty about loose watercolor florals. Und warum ich sie so liebe, man kommt super schnell zu einem Ergebnis. Seid ihr alle noch da? Malt ihr alle fleißig mit? Sagt keiner mehr was oder ist mein Livestream schon abgekackt? Ich freue mich so, dass die Qualität hier heute so gut ist. Wir malen gleich nochmal eine, oder? Ah, ein Herz habe ich gesehen. Alle malen wahrscheinlich fleißig, ne? Und halten die Luft an dabei und können nicht tippen. Okay, es geht wieder. Ich sehe Herzen, ich sehe Kommentare. Sehr gut. Man weiß nur nie, was passiert bei Instagram. Wenn keine Reaktion mehr kommt, könnte ja schon wieder alles vorbei sein. Also, das ist die erste Tulpe. Malen wir doch gleich mal weiter. Jetzt nehme ich einfach mal die pinke Farbe aus meiner Floral Pocket Box, um euch das Prinzip einfach nochmal zu zeigen. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Tulpen. Jetzt habe ich hier so ein bisschen die Tulpenblätter gemalt und verdeutlicht. Man kann natürlich auch, also nochmal das Prinzip der Tulpe an sich. Ihr zieht den Pinsel von oben nach unten, ihr könnt ihn auch schieben, aber ich ziehe ihn immer gerne, da kann ich wirklich viel Druck aufbauen. Mit wenig Farbe und viel Wasser auf dem Pinselkopf, spitz oben und bauchig an der Seite, um meine spitze Ellipse aufzubauen und quasi hier erstmal ein Tulpenblatt zu erstellen. Dann hole ich mir wieder Farbe aus meinem Näpfchen, ich nehme mal wieder dieselbe Farbe und baue mir einfach an der einen Seite noch ein Tulpenblatt mit dazu und an der anderen Seite baue ich mir auch noch ein Tulpenblatt mit dazu und dann kann man die natürlich oben auch so ein bisschen umbiegen mal. Manche Tulpen sind ja auch wirklich, ja, Tulpen sind ja, was Tulpen so ein bisschen schwierig macht, ist, dass sie so viele unterschiedliche Status haben, des Aufblühens. Ganz geschlossen, super weit offen. Also ich war auch heute am Feld sehr unentschlossen, welche ich denn mitnehme für euch. Und ich habe mich für die geschlosseneren entschieden, weil so eine offene Tulpe, die kann tatsächlich schon wieder sehr kompliziert sein, vor allem wenn man sie von oben malen möchte. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich bitte unbedingt. Aber ich glaube, soweit könnt ihr mir hoffentlich gut folgen. Von der Größe her ist ganz wichtig, wir arbeiten hier gerade fast schon zu groß für den Pinsel. Wir arbeiten hier, ich würde mal sagen, in der Größe von 5, 6 cm. Das könnte man eigentlich auch schon mit dem großen Rundpinsel malen. Wir müssen ja später für die Karte auch ein bisschen kleiner werden. Also denkt immer daran, kleiner Pinsel, kleines Motiv, kleineres Papier, großer Pinsel, großes Motiv. Und natürlich über allem braucht man etwas Übung. Jetzt können wir mal gucken, ob wir... Oh ja, doch, eine Sache noch. Denn ich habe hier so einen ganz speziellen Kandidaten. Den malen wir noch einmal trocken, bevor wir dann ein Bouquet malen. Hier dieses gelbe Schätzelein. Gucken, könnt ihr das erkennen? Das ist ganz zauberhaft. Habe ich extra deswegen mitgenommen. Es hat nämlich nur alleine anhand der Form eine Besonderheit. Und zwar sind es diese lustigen kleinen Zacken, diese kleinen Zähnchen da dran. Ansonsten ist die Tulpe, entschuldigt meinen Fingernagel, ist die Tulpe genauso wie alle anderen Tulpen auch, von der Form her ein bisschen weiter aufgeblüht. Aber diese Zacken, das möchte ich euch auch nochmal zeigen, wie einfach ihr auch so eine ganz, ganz individuelle Form wiedergeben könnt. Ich muss mal kurz meine ganzen Blätter da hinten arrangieren. Dabei hoffentlich kein Wasser umschmeißen. So.
Dann gehen wir doch mal eine Papageientulpe. Oh, ihr seid aber alle sehr gebildet wieder. Es ist sehr gut, dass ich hier Botaniker auch dabei habe, weil bei mir ist ja einfach alles immer Blume. Blume und Grünzeug, meistens in den Workshops. Rose und Pfingstrose kann ich mittlerweile auch schon, und sogar Anemone. Also eigentlich tatsächlich habe ich mein botanisches Wissen weitergebildet durch meine Watercolor-Workshops. Meine Mama, die schaut auch zu, die wäre bestimmt stolz auf mich, was ich jetzt schon alles für Blumen kenne. Ja, früher war das nicht so. Ich habe jetzt schon so viel mitgenommen. Das freut mich, die fabelhafte Welt der Coralie. Schöner Name. So, also ich habe jetzt Gelb auf meinem Pinsel. Dann habe ich meinen Pinsel wieder ein bisschen heller gemacht auf der Spitze, um meine gelbe Tulpe zu malen. Und ich schaue mir die von der Seite auch mal gerade so ein bisschen an, weil was ihr natürlich auch machen könnt, ist nicht nur aus dem Kopf zu malen, die Motive, sondern natürlich auch die Live-Objekte, die ihr vor eurer Nase stehen habt. Und ich schaue mir jetzt mal meine Papageientulpe hier von der Seite an. Die hat da nämlich ein Blatt und dann hat sie da noch ein Blatt. So ein bisschen nach oben gebogen und da ist aber auch noch ein Blatt versteckt. So ein bisschen. Könnte auch eine Zitrone sein, aber jetzt hole ich mir wieder Gelb auf meinen Pinsel. Jetzt kommen nämlich die lustigen kleinen Striche mit dazu. Jetzt habe ich viel Farbe auf meinem Pinsel. Ihr seht, der ist wirklich voll mit gelber Farbe. Und jetzt ziehe ich einfach nur mit der Spitze des Pinsels ganz kleinen Strichchen nach außen. Jetzt gucken, dass die Farbe überhaupt runterkommt. So, um dann einfach aus dieser ursprünglichen Tulpenform diese Parrot-Tulip-Form zu machen. Verrückt, wieder was gelernt. Habe ich natürlich nicht vorher gegoogelt. Ich fand sie einfach so schön auf dem Feld. Wächst sogar bei uns am Dorf, am Feld. Eine Papageien-Tulpe. So. Solange es noch feucht ist, könnt ihr hier noch Pigmente eintupfen. Ansonsten, wie gesagt, vorsichtig sein, weil wenn ihr irgendwo Pigmente eintupft in eine Farbfläche, die schon trocken ist, dann habt ihr auf jeden Fall harte Trocknungsränder. Das schaut immer nicht so schön aus. Das würde ich versuchen zu vermeiden. Also deswegen kann man bei Loose Watercolor Florals auch immer nichts nochmal nachträglich verändern, weil was trocken ist, ist trocken und das kann man eigentlich nur noch verschlimmbessern, wenn man dann nochmal reingeht mit der Farbe. Gelb sieht man nicht so gut. Ich kann es mal ein bisschen näher halten. Das überstrahlt, glaube ich, auch so ein bisschen, damit ihr zumindest einmal die Form und die Zacken so ein bisschen erkennen könnt hier in der Nähe. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Genau, das schaut doch gut aus. Habt ihr einmal gesehen, meine Papageientulpe von nahem. So, jetzt würde ich sagen, nachdem wir die ganzen Basics und Einzelteile geübt und gelernt haben, basteln wir doch mal ein kleines Bouquet. Und alles, wir müssen mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich bin da ja bei allem sehr flexibel. Es ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst eines Livestreams, sich eine gewisse Flexibilität zu bewahren. Das Ziel ist natürlich, dass ihr mit den Basics, die wir jetzt gelernt und geübt haben, solche Karten erstellen könnt. Ihr seht, da ist nichts anderes drauf als Blumenkopf, Blumenstiel, Blumenblatt und ein Lettering dazu. Aber ihr könnt natürlich auch einfach, und das mache ich jetzt mal, ein Aquarellpapier benutzen und da eure Blumen draufzaubern und dann einfach das Ganze abschneiden oder als Etikett, als Anhänger, als Lesezeichen oder als Karte umgestalten. Das geht natürlich ganz genauso. Und das machen wir jetzt einfach mal hier mit meinem, ich mag so gerne quadratischen, kleinen, süßen Format. Und jetzt würde ich sagen, irgendwie fand ich jetzt die Papageientulpe einfacher. Schön. Aber im Prinzip ist es dieselbe Form wie auch bei den normalen Tulpen. So. Jetzt muss ich mal gucken, was macht mein iPad hier? So, jetzt kann ich eure Kommentare wieder sehen. Also überlegt euch vorab, wenn ihr kein Live-Objekt habt, ich habe ja hier meinen Strauß, den könnte ich jetzt abmalen, aber ich will euch erstmal zeigen, dass ihr sowas auch wirklich aus der hohlen Hand malen könnt, ohne Vorlage, ohne Motiv, ohne Model. Überlegt euch, wie ihr die ganze Komposition, eure Bühne strukturieren wollt. Ich werde jetzt zuallererst mal, ich glaube, eine einzelne Tulpe machen. Bevor wir ans Bouquet gehen, machen wir mal eine Tulpe. Zuerst den Tulpenkopf, dann den Stiel mit dazu ergänzen und dann das Ganze vielleicht noch mit dem kleinen Lettering ergänzen, damit das schon mal als Karte steht. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Zeit reicht, das glaube ich auf jeden Fall, machen wir noch mal ein größeres Bouquet. Oh,
das ist, nervt mich hier. Das schaut ja nicht schön aus hier, wenn das so durchschaut. Das Samen. So, besser. Also, meine Tulpe, damit hier mein Lettering stehen kann, soll so ein bisschen nach hier rumgebogen sein. Und die darf auf jeden Fall unten randabfallen sein, damit die hier so ein bisschen abgeschnitten ist. Also so soll der Stiel gehen und da soll der Blütenkopf sein. Und hier kommt dann frohe Ostern mit dazu. Lettering auf Aquarellpapier, auch wieder ein viel gefragtes Thema, ganz wichtig. Wir haben hier ein poröses Aquarellpapier, ein kaltgepresstes. Bitte niemals nie mit einem Filz-Brushpen darauf lettern, sondern immer nur mit Nylon-Brushpens oder eben Feinlinern. Ich male jetzt mal eine rosane Tulpe. Weil gelb habt ihr gesagt, sieht eh nicht so gut. Machen wir wieder rosa. Beziehungsweise ich mische mir jetzt mal noch so ein bisschen rosa und lila, weil was ihr natürlich auch machen könnt, das ist auch meine Tulpe, die eine da, die ich gekauft habe, die ist so ein bisschen lila. Warte, ich zeige sie euch noch einmal. Ich habe ja den Strauß sowieso als Models zum Modeln gekauft. Aber der steht auch morgen beim Ostertisch natürlich schön aus. So, bleibst du da drin? Also ihr seht hier an der Tulpe nämlich ganz schön. Erstens, sie ist naturpur, weil sie so ein bisschen eingedellt ist. Aber zweitens, sie variiert auch an ihrer Farbigkeit. Sie hat also sowohl rosa als auch lila mit drin. Dass die jetzt so viele feine Äderchen hat, total egal. Aber die wird hier unten sogar ein bisschen gelb-orange. Seht ihr das? Ich hoffe. Dann wird sie lila und auch rosa. Und all diese verschiedenen Farben können wir aber auch ganz lose und abstrakt auf dem Papier wiedergeben. Das probieren wir jetzt mal bei meiner gemeinsam einsamen Tulpe. Und ich kann euch auch gerne, wenn ihr wollt, mal so ein bisschen ranzoomen vielleicht. Aha, ich habe euch gelesen. Ja. Dann könnt ihr mir bei der Tulpe so ein bisschen besser auf die Finger gucken. Also, let's fetz. Rosane Farbe und lila mische ich mir so ein bisschen. Das könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, das müsst ihr mir glauben. Macht das Ganze heller und dann beginnen wir mal, dass ich hier die Tulpe male. Ich drehe mir meine Bühne so, wie ich sie brauche, dass wir unser Lettering noch hinbekommen. So. Ist mir noch ein bisschen zu dunkel sogar. Ich sogar noch ein bisschen heller machen. So, da ist der Blütenkopf. Dann gehe ich in meine erste Farbe rein. Ziehe ich hier noch mal ein bisschen entlang. Dann kommt hier auch noch mal die C-Kurve, die Ellipse. Und jetzt mische ich in meinem Aquarellkasten rosa und lila, damit das hier noch mal so einen besonderen Spannungseffekt jetzt ergibt. Und da hinten kommen natürlich auch noch so ein paar Blätter zum Vorschein. Das ist bei Tulpen immer ganz spannend übrigens, dass da hinten das, was im Hintergrund ist, immer noch viel dunkler ist bei den Tulpen, als das, was im Vordergrund ist. Ist jetzt ein bisschen krass hier der Verlauf, aber das Schöne ist, er schafft Kontrast. Und genau das möchte ich ja auch, Kontrast in meiner Blume und in meiner Tulpe, um zum einen die Form fürs Auge erkennbar zu machen, weil nur durch Kontraste und übrigens auch durch Weißräume entsteht überhaupt der Eindruck einer Tulpe. Und dann setzen wir gleich mal auch den Tulpenstiel noch mit dran. Ich mische mir jetzt aus Grün und Gelb so ein helles Grün. So, einmal Grün, einmal Gelb. Mach auch das ein bisschen heller. Und dann kommt mein Blütenstiel, beziehungsweise erstmal hier ist es angedockt an die Blume. Wenn sich hier die grüne Farbe mit eurer Farbe der Tulpe verbindet, gar nicht schlimm, umso besser sogar, weil das schafft natürlich auch für die Auge eine Einheit. Weißt du? So, jetzt kommt der dicke Stiel. Wir hatten ja gesagt, die Tulpe hat einen dicken Stiel und der kann auch ein bisschen schief und gebogen sein, total egal. Und dann hole ich mir jetzt eine dunklere Farbe, ein dunkleres Grün, mit dem ich hier noch mein erstes Blatt dran setze. Und zwar machen wir das mal da drüben hin. Und dann auch noch mein zweites Blatt. Da können wir wieder so ein abgeknicktes Blatt vielleicht machen. So.
mit wenig Druck nach oben und dann mit viel Druck hier nochmal nach unten, damit das Ganze wieder spitz ausläuft. Und solange die Farbflächen noch feucht sind, können wir auch hier noch Akzente setzen. Zum Beispiel im Tulpenstiel können hier aber auch noch so ein bisschen Akzente setzen. Und da unten vielleicht auch nochmal das Tulpenblatt ein bisschen betonen, weil Kontrast ist King, hatte ich euch ja gesagt. Alles andere schaut immer ziemlich langweilig aus. Und dann haben wir eine super easy peasy, super schnelle Loose Watercolor Florals Tulpe gemalt. Ich sehe gerade, mein Wasserglas macht hier so einen fiesen Schatten. Das ist vielleicht so ein bisschen besser für euch, ne? Natürlich kann man dann, wie immer, wenn man möchte, noch Sprenkel mit dazu machen. Das geht natürlich immer. So, hier noch so ein bisschen. Sprenkel gehen ja immer. Oder auch vielleicht größere Wasserfladen. Schaut auch immer ganz schön aus. Und gibt dem Ganzen gleich so einen unfertigen Look. Außerdem ist dann der Platz auch noch gefüllt. Und hier unten könnten wir ein Lettering mit ergänzen. Das mache ich jetzt mal. Dann haben wir nämlich schon mal ein fertiges kleines Projekt. Das tut immer ganz gut und fühlt sich gut an. So, und ich suche mir jetzt mal aus den neuen Pentel Sign Pen Brush Farben. Das ist ja das Schöne, eine passende Farbe aus. Rosa passt doch super gut dazu. Das ist eine alte Farbe. Die würde vielleicht auch gut dazu passen, oder? Oh ja. Weil die Pentel Sign Pen Brush, wisst ihr hoffentlich, sind Nylon Brush Pens. Das heißt, sie sind unkaputtbar von der Spitze. Ihr könnt sie also auf Aquarellpapier benutzen. Und sie sind auch von der Größe her, von der Größe genau richtig. Die Tombows und die Karens wären viel zu groß, da würde ich ja nur einen Buchstaben drauf bekommen. Und deswegen nehme ich super lieb und super gerne, super lieb, super gerne, die Brush Sign Pens von Pentel. So, natürlich auch bei uns im Shop in allen Farben. Ich glaube, wir kriegen auch wieder eine neue Lieferung, weil die viele von euch zu Recht auch schon haben wollten. Es geht jetzt ja nicht ums Lettering, deswegen verzichte ich jetzt mal hier auf eine große ausführliche Erklärung. Ein bisschen Brush Lettering machen. Mal gucken, hier bei meiner Vorlagespitze, die ich hier neben liegen habe. Ich habe ja schon mal eins gemacht. Natürlich könntet ihr jetzt auch noch, was super fancy wäre, diesen Verlauf in der Blume im Lettering widerspiegeln. Ihr könnt ja auch die Pentel Sign Pen Brushs eintauchen in flüssige Farbe. Das Gemeine mit der Kante. Kann man ein bisschen schlecht lettern gerade. Aber Improvisation ist das halbe Leben. So. Ach, das ist hier echt ein bisschen eine Challenge mit der Kante. Eigentlich hätte ich jetzt natürlich erst abwarten müssen, bis mein Papier getrocknet ist, damit ich es dann ablösen kann vom Block. Und dann noch mein Lettering ergänzen, ohne dass ich mir hier meine Hand abbreche dabei. Aber ich wollte es euch ja nur einmal zeigen, dass das natürlich so genauso geht und eine wunderbar perfekte Kombination ist. Ob der Brushpen eine Filzspitze oder eine Nadelspitze besitzt, das wisst ihr, wenn ihr den Brushpen kennt oder bei Google sucht oder bei uns im Shop nachlest. Da steht nämlich alles mit dabei. So, wenn das Ganze fertig getrocknet ist, das auch einmal zu zeigen, dann nehmt ihr entweder ein Falzbein, wenn ihr es zu Hause habt, also so einen dünnen Knochen, oder ein Mahlmesser oder die Rückseite eines Messers, eines normalen Messers, und sucht euch die Ecke, die schon abgelöst ist, das ist die da unten, und steckt dann da, ich glaube, meine Tupfen sind noch nass, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, schiebt dann da zwischen die Papiere euer Mahlmesser oder euer Messer, schupp, und löst es dann vorsichtig, indem ihr das Ganze zu euch heranzieht. Ich zoome jetzt mal wieder ein bisschen raus, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. So. Also immer ziehen, immer so ein bisschen vorsichtig machen, damit ihr wirklich Seite für Seite die eine Seite von eurem vierfach geleimten Block löst. Aber das Schöne ist, wie gesagt, am vierfach geleimten Block, dass nichts irgendwie krumm und schief und vor allem wellig wird. Brieföffner geht natürlich ganz genauso. Richtig. Wenn der Pinsel auseinanderfällt, wie gesagt, dann einfach hier zusammenkleben. Mit Masking Tape habe ich auch gemacht. Oder nicht zu tief ins Wasser tauchen. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir vielleicht als zweites, und das muss ich jetzt recht schnell machen, aber das schaffen wir, weil das geht ja super schnell, noch ein kleines Motiv
auf tatsächlich eine von den Watercolor-Karten aus unserem Shop. Und wie gesagt, wenn ihr noch alle Basics nicht kennt zum Thema Aquarellmalerei, ladet euch auf jeden Fall den Guide herunter. Es wird, und das ist das große Projekt, was ich heute leider nicht zu Ende gebracht habe, auch noch einen Loose Watercolor Florals Guide geben, wo ihr wirklich viele, viele Blumen dann auch als Step-Anleitung lesen könnt, nachlesen könnt. Auch nochmal alles zum Thema Kontrast und Aufbau von losen Aquarellelementen lesen könnt. Aber den wird es wahrscheinlich erst nächste Woche geben, nach Ostern. Leider. Naja, bis dahin könnt ihr mit dem Basics Guide schon mal die ganzen Grundlagen der Aquarellmalerei üben. Das sind nämlich ganz wichtige Grundlagen, bevor ihr anfangt, irgendwelche Motive zu malen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Oder, sobald das Studio wieder aufmacht, zu einem unserer Workshops kommen. Das ist nämlich immer das Schönste. Also, hier würde ich jetzt mal versuchen, so ein kleines Bouquet noch mit euch zu zaubern, weil das kriegen wir auf jeden Fall in 5 Minuten hin. Und das beweise ich euch. Also, ich will dir mal so 3 verschieden farbige Tulpen malen, ein bisschen Grünzeug mit dazu und das Ganze in eine Vase stecken. Und jetzt beginne ich einfach mal und erkläre euch so ein bisschen was dazu. Ich beginne mal mit meiner rosanen Tulpe, hole mir die Farbe, mache sie mir heller und beginne ich einfach mal hier oben. Und das Schöne ist eben wirklich, ihr könnt, seht ihr auch jetzt, wie schnell es geht. Ihr könnt das Ganze quasi noch am Tag der Feier oder wofür ihr es braucht, machen und malen, weil es wirklich so super easy peasy und schnell geht. Das ist meine erste Tulpe. Dann will ich noch eine in Lila. Die male ich jetzt so ein bisschen daneben. Und ich male jetzt hier auf dem 300 Gramm Papier aus unserem Aquarellkartenset. Ich finde das immer noch einfach eine phänomenale Erfindung beziehungsweise ein phänomenales Produkt, was wir da entwickelt haben, gemeinsam mit Papier direkt. Das war unsere Idee und gemeinsam haben wir es dann umgesetzt. Und es gibt es auch nur bei uns zu kaufen übrigens. Also unser Set mit unseren Farben, die wir uns ausgedacht haben. So, mache ich hier mal noch ein Blatt mit dazu. So. Und dann machen wir nochmal so eine, was machen wir da unten, so eine rot-rosa Tulpe. Die machen wir nochmal dahin. So. Könnt ihr auch mal die Zeit, wir können ja auch ein bisschen kleiner machen. Zeit stoppen. Das ist wirklich so schön, dass ihr bei Loose Watercolor so schnell agieren könnt. Wenn hier die 2 Tulpen ineinander fließen, ist überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. That's the beauty. Das ist so schön, wenn sich verschiedene Objekte auf der Bühne bei Loose Water vereinen und automatisch eine Einheit werden. Und in diese feuchte Farbfläche setze ich jetzt nämlich nochmal so ein bisschen Highlights. Und zwar gelb. Weil wir gesehen haben, bei der einen Tulpe, die war unten ja sogar gelb und noch ein bisschen lila da oben mit dazu, dass wir die wirklich mal so ein bisschen pimpen. Jetzt kommt erst mein Grünzeug an die Reihe, bevor ich die Vase mit dazu mache. Ich setze hier meinen Stiel an, ziehe ihn bis hierher. Ich mache jetzt erstmal alle Stiele dran, damit ich die schon mal nicht vergesse. Genau. Dann machen wir noch ein paar Blätter mit dazu. Wenn ihr jetzt gerade Fragen habt, dann müsst ihr die jetzt bitte unbedingt an der Vine stellen, weil natürlich, das wisst ihr auch, muss man in einer gewissen Geschwindigkeit arbeiten bei Loose Watercolor, damit die Farbflächen eben noch feucht bleiben und feucht sind, damit man sie überhaupt noch weiter bearbeiten kann. Jetzt mische ich mir ein dunkleres Grün zurecht, weil wenn ich jetzt hier noch die Kommentare mir anschaue, dann ist wahrscheinlich meine Farbfläche schon trocken. So, hier haben wir es noch nach rechts, links gebogenes Blatt, dann machen wir mal da oben noch ein paar Blätter hin, die da rausspitzen. Und da sind vielleicht auch noch ein paar Blätter so ein bisschen kürzer mit dabei. Was redet ihr da? Ansonsten muss Teil des Teams einfach weitermachen mit den Livestreams. Ja, ich glaube sowieso, dass das nach Corona noch weitergeht hier mit den Livestreams. Gucken wir mal, was ihr so dazu sagt. Und wie die Welt bis dahin so tickt. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass wir das einfach weitermachen.
Und hier ziehen wir auch nochmal im Blatt entlang. So, und dann kommt noch, das schaffen wir noch 55. Haha. Unsere Vase, die mache ich jetzt da unten mit dazu. Aus Blau und Schwarz mische ich mir eine Farbe für die Vase, aber mache die dann sehr hell. Wie genau man Farben aufhält und was man dabei beachten muss, das steht, wie gesagt, auch im Lewis Watercolor, im Basics Guide. Ich kann immer wieder sagen, ich finde es total wichtig, dass man die Grundlagen erstmal beherrscht, bevor man sich so einem neuen Gebiet annähert. Und ihr seht auch hier, auch solche Objekte wie Vasen male ich ganz, ganz, ganz rough. Jetzt versuche ich mit meinem Pinsel natürlich die Fläche irgendwie so ein bisschen auszumalen, Licht und Schatten zu setzen. Oh, da geht die Qualität dahin, zumindest bei mir. Ich sehe gerade nur noch Gewitter. Und dann setze ich hier noch nachträglich ein bisschen dunklere Farbe an die linke Seite, beziehungsweise da oben, um der ganzen Vase auch noch ein bisschen Kontrast zu verleihen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich sehe gerade nur noch fette, dicke Pixel. Gut, dass es so lange durchgehalten hat. Vielen Dank, Instagram. Da bin ich ja total froh. Ja, ihr auch. Naja, das Ergebnis seht ihr dann auf jeden Fall auch nochmal in meiner Story. Und wie gesagt, sobald das Video auf YouTube kommt, ist die Qualität gigantisch. Das ist das Gute. Das habe ich schon mal festgestellt. Solange es hier auf Instagram noch 24 Stunden verfügbar ist, ist die Qualität leider genauso bescheiden. Aber spätestens übermorgen habt ihr das dann auch auf YouTube. So. Das war flott. Aber ihr habt gesehen, dass man wirklich auch so eine gesamte Karte mit drei Tulpen in der Vase innerhalb von nur, ich glaube, es waren 4 oder 5 Minuten malen und hinzaubern kann. Ich würde das Ganze jetzt noch trocknen lassen und dann hier unten vielleicht mit kleinen Buchstaben, wobei das könnte ich eigentlich, schaffe ich auch noch schnell. Könnte ich hier unten noch frohe Ostern hinschreiben. Ich hatte euch ja auch den, die sich für den VIP-Club bei uns angemeldet haben, eine kleine Vorlage letzte Woche schon mitgeschickt mit dem Sans-Serif-Alphabet, weil ich finde, dass so eine ganz einfache Schrift auf so einer Karte wunderschön kombiniert mit so einem losen floralen Bouquet aussieht. So. Und ich kann nur auch noch mal allen ans Herz legen, die es noch nicht getan haben, meldet euch bei unserem VIP-Club an. Der hört sich cool an, der ist auch ziemlich cool, aber der ist vor allem kostenlos. Ihr seid dann VIP-Club-Mitglied, das klingt ziemlich geil, finde ich. Und erhaltet vor allem immer jetzt auch bei Gemeinsam Einsam Vorlagen, Freebies, wichtige Tipps, Hinweise und vor allem auch die Themen- und Materiallisten für die nächsten Wochen. Da ist ja einiges geboten. Der Livestream bleibt auf jeden Fall gespeichert. Jetzt gehe ich nochmal raus, damit ihr das alles sehen könnt. Es ist ja so schön hier. Der bleibt auf jeden Fall gespeichert, landet danach auf YouTube. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt auf jeden Fall mich oder Elvine noch. Natürlich freue ich mich riesig, wenn es euch gefallen hat, dass ihr erstens anderen Bescheid sagt und mir eure Ergebnisse zeigt. Aber natürlich auch, wenn ihr bei uns in der Kaffeekasse vorbeischaut, bei unserem kleinen Kaffeeschweinchen, was ich irgendwo mal hatte, aber irgendwo... Ich glaube, Ben hat es mir geklaut. Ich habe extra so ein kleines Schweinchen besorgt. Aber ihr kennt ja das Frau Hölle Kaffeekassenschwein. Das freut sich immer, wenn es gefüttert wird über die Arbeit und gerade in Zeiten von Corona. Und ansonsten sehen wir uns am Dienstag bei Letter Together hoffentlich wieder. Diesmal wieder ein englischsprachiger Gast aus Italien. Wer das ist, könnt ihr mal am Livestream-Kalender vorbeigucken. Da steht es nämlich schon drin. Und außerdem ist nächste Woche auch sowieso ganz viel geboten, weil nächste Woche Geburtstagswoche ist. Das Frau Hölle-Studio wird nämlich 4 Jahre alt und mein Sohn wird 2 Jahre alt. Und deswegen gibt es viel zu feiern. Das heißt auch immer viel für euch, viele Goodies, viele Gewinnspiele, viele Specials und auch einen Special-Livestream am Mittwochabend. Da ist nämlich Geburtstag und ja, lasst euch überraschen. Und schreibt mir unbedingt, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr uns und meine Mädels so fleißig unterstützt. Ihr seid toll und nur wegen euch gibt es uns überhaupt. Habt ein wunderschönes Osterfest und ja, bis bald.